playing with my mind. It is still unknown if she was there is no the fucking escape. Of any drugs, or if it was actually a witchcraft ritual as indicated by the evidence found at the scene. Suggesting the latter, police officers found books at the scene containing strange symbols, candles, dead animals, and one of the more macabre details, photographs of the dismembered limbs of her victims. Apparently, the woman photographed the corpses while mutilating them. It is still unclear whether the photos were part of the rites she was carrying out, or if she simply took the photos to immortalize the events. Left leg and three fingers have not been hurt. Patterson hit his head with a sharp object. Found unrecognizable in Morton. Ich begrüße euch mal recht herzlich zur neuesten Aufnahmesession zu Let's Play Madison. Ich mag jetzt schon wieder nicht mehr. Was war denn das gerade eben schon wieder? Außerdem, da war ein rotes Foto, das habe ich auch gesehen, aber das bekommen wir eh nicht mehr. Ich wollte die Radiodurchsage dann nicht unterbrechen, obwohl wir die, glaube ich, eh schon gehört haben. Außer dieses Du-Du-Du, das ist neu. Was ist das? There are no numbers on this one. Und ich bin einfach mal ins fünfte Stockwerk. Hä? Das passt aber nicht ganz zusammen. Aber ich glaube, wir müssen in ein anderes Stockwerk, würde ich mal vermuten. Okay, am Foto. Alter, ich mag da nicht durchschauen. Okay, da ist nix. Dann rufe ich hin. Oh, ich hab jetzt schon wieder. Okay, da sieht man auch nix. Ich mag auch nicht durchschauen. Okay, jo, dann gehen wir mal in einen anderen Stockwerk, gehen wir ins vierte. Vielleicht sollten wir eher unten anfangen. Warte mal. Warte mal, vielleicht sollte ich aber wirklich, weil das, was der da durchsagt, vielleicht, warte mal, im Keller, es ist vielleicht da eine bestimmte Reihenfolge, wir haben es, perfekt. Alter, dann irgendwo da war gerade die Madison. Alter! Oh! 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 So, okay, jetzt sind wir wieder ganz unten. Wir müssen ins erste Stockwerk. Nehme ich eh auf, ja. Ich wollte einfach fotografieren. Okay.
25-year-old father. Madison mutilated his body in such a way that his face was unrecognizable. His body was found in pieces inside the well along with the other corpses. So far, his left leg and three fingers have not been found. Mm. The first victim was her own 75-year-old father. Madison mutilated his body in such a way that his face was unrecognizable. Henry Jarrison. Jackson A. Patterson. So far, his left leg Kate and Louise three fingers Schmidt. Have not been found. The first victim was her own 75-year-old father. Madison mutilated his body in such a way. Helen McKenzie, buried at sea. Vincent Patterson der Dritte. Christian Smith, 1985. Evan Grayson. Oh Gott. Angela Watson. Mhm. Und da gibt's eine Nummer. 1, 2, 3, 4. Robert Hale. Ich schau da gleich wieder aus. 1987. Und da sind Polaroids. Das ist für mich immer ein Zeichen, dass er da Fotos macht. Okay, da steht aber genau dasselbe. Robert Hale. Der 4. Okay, ich glaube, wir werden jetzt einfach mal alle Stockwerke mal durchsuchen. Aber warum ist das? Alter! 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 Robert Hale. Warum hat das. Warum hat das denn schon beim ersten Mal funktioniert? Alter! Aha, es ist da 1. Ah, warte mal! Vincent Patterson. Jackson A. Patterson. Okay, das reicht. Robert Hale, okay. Gut, dann würde man so, also man kann so die Nummern bewegen, sehe ich das richtig? Ich würde es einmal. Warte mal, ich muss ganz kurz notieren. Okay, na, das bewegt sich nicht immer. Das heißt, es bewegt sich immer auf die 1. Also da, wo wir das Foto machen. Da bewegt sich immer der Answer hin, okay. Gut. Ah, dann würde ich einfach mal schauen, dass der Einser beim Vater ist. Weil es war ihr erstes Opfer und deswegen sollte der Answer sein. So. Das ist mal meine erste Vermutung. Und wir fahren jetzt einmal ins zweite Stockwerk. Obwohl ich gar nicht will. Madison. Alter. So, erstmal den Bericht anhören. Naja, bla bla, nochmal von vorne bitte. Alter. Alter. Okay, Mutter also. According to police reports, Madison amputated both of her legs while she was still alive. The woman passed away due to great loss of blood. Hours later, Madison continued to mutilate her body before disposing of it. Ja, das war eh schon die Vermutung, dass sie ihre Familie da ermordet und zerstückelt hat. Machen wir ja im Endeffekt auch gerade, wenn ich mal so die Fotos ansehe. Okay, pass auf.
müssen wir das Grab ihrer Mutter, glaube ich, finden. Okay, da ist gar nichts drin. Da war was drin. Okay, schauen wir mal da lang. Edith Hale, das könnte ihre Mutter sein. Judith Hale. Nicht Edith. Schauen wir trotzdem nochmal da rüber. Nur vorsichtshalber. Was steht da? Haben wir da ein Grab? Christian Pittner. Okay, das ist auf jeden Fall nicht ihre Mutter. Daher würde ich sagen... 71 Jahre alt ist sie geworden. 1987. Was für ein Jahr spielt das? Wir könnten uns das ausrechnen, indem wir nochmal in den ersten Stock fahren, aber ich würde mal vermuten, dass das so schon stimmt. Genau, die Zweier bei ihrer Mutter, ihr zweites Opfer. Gut. Dann auf zum dritten Opfer. Tschüss. Ein 27 Jahre alter Mann. Maybe I can break the wall with something. Haben wir irgendwas? Ein Hammer hätten wir, oder? Oder das? Nö, okay. Haben wir einen Hammer mit? Natürlich nicht. Schauen wir trotzdem wieder mal bei den anderen auch noch. Wahrscheinlich müssen wir zum linken Grab, aber... Okay, der war auf jeden Fall nicht 27 Jahre alt, der war schon mal nicht. Diese Geräusche. Und da ist wirklich überhaupt kein Grab drin, okay. Wir müssen einen Hammer holen, hilft nichts. Das heißt, wir müssen... zurück. Oh, und da taucht sich bei Madison irgendwo auf. Hallo Madison, hallo, hallo. Ah, oh, ich hab's gewusst. Oh, ich hab's gewusst. Hallo Madison. Alter. Okay. Ich hoffe, dass jetzt da nicht übrig auftaucht. So, haben wir irgendwie noch nie einen Tresor gehabt? Da müssen wir, ich glaube, wir müssen ganz zurück, ne? Ich hoffe, das ist im Finstern. Schauen wir mal. Alter! Warum? Boah! Holy shit! Boah, was geht mit dem Game jetzt ab? Ich kann die Aufnahmesession gleich wieder beenden. Oh. Oh, oh, oh. So, okay, ganz ruhig. Also ich muss aufpassen, was ich sage, weil ich habe in der letzten Aufnahmesession ein bisschen was zensieren müssen, weil das im Nachhinein betrachtet habe, war da ein bisschen zu vulgär. So, ah ja, da klopft der immer noch, das ist auch irgendjemand da dagegen. Bin ich da jetzt beim... Ja, bin ich. Gott sei Dank. Nehmen. Das nehmen wir mit. Das können wir auch mitnehmen. Das brauchen wir vielleicht da. Wir haben ja nicht aus ein paar Kassetten. Okay. Gut. Dann gehen wir wieder. Jetzt trauen wir keine Fotos mehr machen. Warum ist das? Nichts zu. Die Tür zu. Ja, wie man den Code da bei dieser kleinen Tür knackt, das weiß ich auch noch nicht. Schauen wir mal. Ob, wie, wo und wann wir das herausfinden.
Alter, ich kann nicht mehr. Und dann nehmen wir erst eine Viertelstunde auf. Oh, das reicht jetzt für eine Folge. Wir haben es übrigens schon zu ungefähr 75% durchgespielt. Also, womöglich schaffen wir es sogar in dieser Aufnahmesession. Aber ich werde nicht zu lange spielen heute. Also, es werden wieder 15 Minuten Folgen werden. So, weil ich das Wochenende schon ziemlich verplant bin. Und ich muss das Zelt auch aufnehmen. So. Alter. So, macht euch bereit. Bleibt auch zu der irgendwo auf. Ich juckt mir Ohr. Hallo, hallo, Madison. Hi, grüß dich. So, und schauen wir mal. Dem? Na, dann der Hammer. Ja, mein Hammer. Und wenn man die Fotos so anschaut, das könnte der junge Mann sein. Ich traue mich da nirgendwo durch schon. Drake Fletcher, ja, das passt, das kommt hin mit den 27 Jahren. Opfer Nummer 3. Auf geht's zum Opfer Nummer 4. Interessiert mich nicht, ich will zum vierten Opfer. Hi, Mason. Von 30. Madison stabbed her at her own front door. Neighbors witnessed her dragging the body into the house and notified the police. The woman's body was found unrecognizable in more than 13 pieces. Gut. The final victim was a 35-year-old woman. Schauen wir mal. Haben wir mal keine Fotos? Die war sonst Ashley Smith. Aber da steht nur irgendein Jahr dabei, es könnte Geburtstag oder Todestag sein. Kannst du bitte deinen Finger dort nehmen? Warte mal. Danke, schon besser. Aber steht nur Rest in Peace, also nicht wirklich aussagekräftig. Ja, was haben wir da? George, okay, das kann auf jeden Fall nicht sein, weil das ist ein Mann. Genau. Das heißt, und nachdem da hinten noch nichts getriggert ist, kann es wahrscheinlich nur dieses Grab sein. Oder es triggert eh gar nichts, sondern erst wenn wir im fünften Stock sind. Lynn James, rest in peace, my love. 1952 bis. Toll. Müsste eigentlich 1988 sein. Dann wär's das Richtige. Juju. Haben wir es verzählt? Egal, 1987. Ja, ich bin zu dumm zum Rechnen. So, und jetzt fahren wir wieder zum Juju. Und wir sind da fertig. Holy shit, was erwartet uns da oben jetzt?